Die Figur des Kindes bei Novalis, so heißt die neue Ausstellung, die zur Eröffnung am 1. Mai viele Interessierte in das Novalis-Schloss nach Widerstedt einlud. Der Besucher konnte die Rede von Frau Dr. Gabriele Rommel förmlich spüren, so begeisternd erzählte sie über Novalis und vor allem über seine Gedanken zur Figur des Kindes. Musikalisch begleitet wurde die Eröffnung am Flügel mit einem Stück von Franz Schubert. Unter den Gästen waren auch der Präsident der Internationalen Novalis-Gesellschaft, Herr Prof. Dr. Dennis Mahoney aus Vermont, der Vizepräsident Prof. Dr. Nicholas Saul aus Durham und August Ohm, der sozusagen Hauptleihgeber für die Ausstellung ist. Die Mehrzahl der Objekte entstammt der privaten Sammlung der Stiftung Ohm. Der Betrachter wird beim Betreten des ersten Ausstellungsraumes von großen Gemälden empfangen. Diese herausragenden Gemälde und Plastiken zeigen den Wandel der Kindesdarstellungen in den bildenden Künsten von der Antike bis in das 19. Jahrhundert. Kinderkleidung und Spielzeuge lassen die Alltagswelt eines Kindes um 1800 im zweiten Ausstellungsraum anschaulich entstehen. Illustrierte Bücher und die Möglichkeit des interaktiven Erlebens komplettieren die Ausstellung. Grafiker Lutz Hombach, der für die Gesamtgestaltung der Ausstellung verantwortlich ist, konnte den Besuchern persönlich seine Gedanken zum Konzept näherbringen. Neben den plastischen Objekten spielen auch die Zitate Novalis über die Figur des Kindes sichtbar eine Rolle. Das Novalis-Schloss in Widerstedt ist für den Besucher Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.